Sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat wurde nun eine überparteiliche Bundesgesetzgebung zur Unterstützung der Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen Lkw und anderen Schwerlastfahrzeugen eingeführt. Es wurde von den US-Senatoren Chris Coons und John Cornyn eingeführt. Die Senatoren stellten das neue Hydrogen for Trucks Act S3806 vor. Es wurde eingeführt, um die weit verbreitete Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen Lkw, Schwerlastfahrzeugen und Tankstellen zu unterstützen. Darüber hinaus wurde im Repräsentantenhaus eine Begleitgesetzgebung eingebracht, HR 7064 von den Abgeordneten Katie Pode und GU Spilirakis. Die Befürworter der Gesetzentwürfe wurden in einer Pressemitteilung detailliert beschrieben und erklärten, dass schwere Nutzfahrzeuge nur einen kleinen Prozentsatz der Fahrzeuge auf amerikanischen Straßen ausmachen. Allerdings sind schwere Nutzfahrzeuge auch für fast ein Viertel aller Treibhausgasemissionen im Verkehr verantwortlich. H2-betriebene Fahrzeuge erzeugen durch ihren Betrieb keine Treibhausgasemissionen. Ihre Emissionen bestehen nur aus Wasserdampf und Wärme. Die Verwendung von H2 bietet die Möglichkeit, die mit dem Lkw- und Schwerlastfahrzeugbetrieb verbundenen Emissionen zu reduzieren, ohne Reichweite oder Zuverlässigkeit opfern zu müssen. Wasserstoff-Brennstoffzellen Lkw gelten zunehmend als vielversprechende Dekarbonisierungsstrategie. Anders als bei Personenkraftwagen werden schwere Nutzfahrzeuge in weit verbreiteten Dekarbonisierungsstrategien als wesentlich vielversprechender für die Verwendung von H2 angesehen. Allerdings haben Erstanwender dieser Technologie Bedenken hinsichtlich der anfänglichen Kosten geäußert und erklärt, dass sie staatliche Unterstützung benötigen, um diese zu überwinden, und das damit verbundene Risiko. Das Hydrogen for Trucks Act würde Flottenbesitzern und Betreibern finanzielle Unterstützung bieten, die den Übergang zu emissionsfreien Fahrzeugen anstreben. Darüber hinaus soll der Ausbau des Tankstellennetzes unterstützt werden. Es würde Anreize für die Einführung von Wasserstoff-Brennstoffzellen Lkw bieten, indem der Kostenunterschied zwischen ihnen und herkömmlichen dieselbetriebenen Fahrzeugen gedeckt wird. Ermutigen Sie den Einsatz von Tandem-Tankstellen und Fahrzeugen, um sicherzustellen, dass das eine nicht existieren muss, bevor das andere vorhanden ist, wodurch die gesamte Tankinfrastruktur gefestigt wird. Sammeln Sie Daten und erstellen Sie Benchmarks für verschiedene Formen des Flottenbetriebs, um den Einsatz zu beschleunigen, indem Sie Anreize für private Investitionen schaffen. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.